geil ist das denn? So, grüß euch liebe Leute, wie das Usus ist in jeder Woche, Bundesliga-Tippspiel hier bei uns und ich habe mir einen Gegner gesucht beim Tippen, den ich garantiert schlagen kann, der liegt momentan Welten hinter mir, Felix Groß von Werder Bremen. Felix, erstmal danke, dass du den Spaß mitmachst, weil wir dich pampern hier mit einem Besuch bei der Basketball-Europameisterschaft. Ja. Es geht schon wieder gut los. Du freust dich wie ein Schnitzel, dass ich hier sein darf, ne? Ich freue mich sehr und ich freue mich auch, dass ich nach dem Spieltag wieder vor dir bin. Okay, dann lange Rede, kurzer Sinn. Was eine Unverschämtheit. Ich fange an. Ja? Den ersten Tipp beim ersten Spiel gebe ich ab. Gladbach gegen den HSV am Freitagabend. Klares 2-0. Das ist die Umkehr bei Borussia Mönchengladbach. Also 2-0 für Gladbach gegen den HSV. Ich sage 3-1. Ich tippe auch gerne gegen Hamburg. Ja, das hast du beim letzten Mal schon gemacht. Hat dir viele Sympathisanten in Hamburg eingebracht, was dir komplett Schnuppe ist. Jetzt legst du vor, Ingolstadt gegen Wolfsburg? Denke ich auch ein klares Ding, 0-3. 0-3. Ich überlege jetzt, ob ich umschwenke. Ich habe hier schon was stehen. 0-2. Berlin, Hertha, die Hauptstädter sagen, ich würde immer gegen Hertha BSC tippen, gegen Stuttgart. Kommt, Freunde, 2-1 für die Hertha. Ich nehme ein spannendes 0-0. Mit der Begründung, wie Toni sagen würde, das ist das klassische 0-0, die können beide nichts. Ja, ich glaube, Toni, da sollte man jetzt dieses Jahr auch nicht mehr drauf hören. Das war eine Eintagsfliege letztes Jahr, deswegen gehe ich meinen Weg, auch wenn 0-0 auch so seine Tipps sind, aber 0-0 ist okay. Ich meine, Toni liegt im Moment so 5.000 bis 6.000 Plätze vor dir, aber das ist eine andere Geschichte. Die Bayern gegen den FC Augsburg, du legst vor. Guck nicht, was ich getippt habe. Nee. Ja, ich gucke ja, was ich an, damit ich es anders tippen kann. Ja, aber Bayern ist gut drauf. 3-1. 3-0. Leverkusen gegen Darmstadt 98, die überraschen bisher als Aufsteiger, aber das gewinnt Leverkusen nicht so deutlich, wie viele denken. 2-1. Leverkusen gewinnen so deutlich, wie viele denken. 4-1. Ich mag ihn total. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund, du legst vor. Ja, Auswärtssieg, denke ich mal, 0-2. Ich sage 1-3. Das Kind, das im Hintergrund schreit, hat gut auf die Tipps von Felix Groß gehört. Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Deutsche Mannschaft wird gerade vorgestellt, spielen heute gegen Italien. Da nehmen wir den ganzen Spaß hier auf. Frankfurt-Köln 2-1. Ach, unentschieden, 1-1. Da meint das Kind schon wieder. Hoffenheim gegen Werder Bremen. Ja, das denke ich mal, gibt ein 0-2. Einmal zum 0 spielen, dann wäre ja nicht schlecht. Und ich hoffe, dass wir keinen Elfmeter kriegen. Du gießt auch noch Öl ins Feuer. Ist egal, versteht nicht jeder. Ich tippe 1-1 Hoffenheim gegen Bremen. Und bei Schalke gegen Mainz glaube ich an Heimsieg der Schalker 2-1. Glaube ich auch dran, 1-0. Gut, dann können wir uns darauf einigen, dass ich wahrscheinlich auch diesen Spieltag für mich entscheide. Ja, so wie immer. Und jetzt erzähl noch ganz kurz, wir haben ja schon ein paar Mal über die Basketball-Affinität geplaudert. Wir hatten Mats Hummels schon hier, jetzt haben wir dich hier. Ist es so, das letzte große Farewell aus eurer Sicht, Dirk Nowitzki nochmal live in Action zu sehen? Ja, absolut. Ist immer schön, dieses Spiel zu sehen, nicht mal im Fernsehen, auch mal live zu sehen. Immer mit Fieber mit ihm, er hat Großes geleistet, was meiner Meinung nach immer noch nicht genug gewürdigt wird in Deutschland, aber das ist halt so. Aber es ist immer schön, ihn live spielen zu sehen und wir genießen es einfach nochmal und hoffen, dass es ein erfolgreicher Abschluss wird. Wer hat mehr Monate beim NBA-Tippspiel in der vergangenen Saison gewonnen, Toni oder du? Schön, dass du fragst, ich freue mich. Also, ich glaube, Toni hat einen gewonnen von den 6, die es waren, den Rest habe ich gewonnen, von daher habe ich viele Geschenke bekommen und das zeigt mal wieder meine Fachkenntnisse im Bereich Basketball. Ja, also sind deutlich besser als im Bereich Fußball, das muss man an dieser Stelle sagen. Fressnapf für deinen Hund war ein Geschenk von Toni, als er einen Monat verloren hat. Ohne zu indiskret zu werden, was gibt es dann noch? Schlabberlätzchen für dich, für den Nachtisch oder was gibt's noch? Nee, das Schönste, was ich jetzt herausheben würde, war eine MVP-Trophäe als Spieler des Monats. Und, die habe ich zu Hause im Schrank stehen und die hat einen Ehrenplatz bekommen. Gut, Felix, dann war es das, glaube ich. Oder was soll ich noch machen? Der Himmel geht los.
Die Hymne geht los. Wir müssen singen jetzt. Also nicht hier vor der Kamera. Tschüss.